Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard. Hier zurück im Wasteland zu Let's Play Fallout 4. Oh Gott, hier habe ich gerade ein paar Ghouls gefunden. Ich befinde mich auf halbem Weg nach Diamond City. Okay, mit dem Ding bin ich extrem unzufrieden. Okay. Die Gegner weichen auch mehr aus, habe ich das Gefühl hier. Deswegen ist das Wettsystem tatsächlich extrem praktisch. Oh Gott. Okay. Jetzt habe ich hier alle Patronen verschossen. Eine Kaffeetasse. Ja, militärisches Klebeband. Ja, wir wollen nach Diamond City und endlich mal die große Stadt hier kennenlernen. Das hier ist auch ein Bauareal, oder? Mal gerade gucken. Noch nicht. Also noch kann ich hier nicht ins Baumenü. Schade. Was haben wir noch für Waffen? Das Ding hier, genau. Das würde ich dann wohl eher mal benutzen. So, jetzt schauen wir doch mal, wo es nach Diamond City geht. Stimpak. Also, ja, geradeaus runter quasi. So, hier so lang. Gucken wir mal, wie wir aus dieser Stadt hier rauskommen. Oh, das ist eine alte Apotheke oder was? Ja, das könnte doch gut sein. Rad-Ex. Sonst noch was? Okay, das sieht nach einem seltenen Ding aus, auf jeden Fall. Laborflasche. Stange Kippen in der Apotheke, ist klar. Ja, klar. Nee, aber das war's, glaube ich, schon hier. Okay, das war recht unspektakulär. So, dann gehen wir mal weiter. Das sieht gut aus. Ja, hier müsste jetzt bald auf jeden Fall die Stadt kommen. H-Klammer, Rad-X. Ein Kleid. Kann man auch nie genug von haben. Ist noch ein Koffer. Telefon. Alles mitnehmen. Weg da. Und ich glaube, das ist die richtige Richtung. Oh. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Die Militärfrequenz. Vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Jo, alles klar. Ich mache mal das Radio aus, sonst hören wir die ganze Zeit diese Nachricht. Das ist eine neue Quest auf jeden Fall. Ist das ein Raider? Ne, ist ein Minuteman. Das sind ja meine Dudes. Haben das Gebiet unter Kontrolle. Hey, wie cool. Ich habe meine eigene Armee hier am Start. Ich dachte erst, es wären hier irgendwelche Ghouls. Bereich gesichert, General. Das ist ja witzig. Naja, dann. Stehen Sie bequem. Weitermachen.
So. Was ist das? Ah ja. Sehr, sehr cool. Alles ruhig, General. Alles ruhig, General. Mal kurz ein bisschen umsetzen. Und ja, ich glaube, hier diese Richtung scheint die Stadt zu sein. Ich muss gerade noch mal schauen. Aufgaben. Das machen wir mal weg. Ja, ist diese Richtung. Ja. Da lang. Das ist auch ein Minuteman? Nee, das sind eher Ghule. Oh, fuck! Minen. Noch mehr Minen. Dann schieße ich doch erstmal auf die Minen. Bevor die mich, ich lasse den Ghoul kommen. Und jetzt schieße ich auf die Mine. Yes! Hey, du! Schon wieder nicht getroffen. Ziemlich lame. Okay. Noch mehr Minen? Ich drücke gerade die Wetz-Taste, um zu sehen, ob ich hier irgendwelche Minen finden kann. Der Hund hat was gefunden. Cool. Entarmen. So, davon habe ich echt genug Munition, du. Zahnbürste. Oh, so ein Hundennapf. Den stelle ich gleich bei seine Hundehütte. Ich glaube, den hat er eben gerochen. Fuck. Oh, Blech. Wenn ich die Geräuschfallen entschärfe, kriege ich auch Blechdosen. Sehr gut. Jeder Müll ist brauchbar. Okay. Kaputter Rechner. Na, geil, eine Sicherung. Feiner Hund. Was hast du denn hier gefunden? Und wo willst du überhaupt hin hier? Ah, hier geht's weiter. Sehr gut. Guter Hund. Braver Junge. Hätte ich jetzt gar nicht gesehen hier. Okay, da sind Mutanten oder so. Ne, ist immer noch ein Ghoul. Einfach noch Ghouls. Ah, jetzt bin ich hier irgendwo mittendrin. Das war auch eine Tasche. Ja, das war eine Tasche. Gibt das alles her. Eichhörnchen am Stiel. Radkakerlaken. Ja, habe ich irgendwie jemandem seine schöne kleine Wohnung gefunden. Hier eingenistet. Alter, hier geht's aber ab. Am Horizont nur Schüsse. Stimpack und sauberes Wasser. Ach, das warst du. Oh, es hat gerade hier diese Geräuschfalle losgelegt und es war einfach der Hund. Christus. Okay. Hier haben wir alles. Hier nochmal gucken. Tischventilator. Immer gut. Alles, was irgendwie Technik ist, ist immer gut. Kronkorkenvorrat, Patronen. Ja, leider hat das hier nicht so lange gemacht in seinem Versteck. Der Kollege. Oh, fuck. Ich bin irgendwie durchgestürzt. Verabschiede dich von deinen Beinen, wenn ich treffe. Ja, oder so. Ha! Der Torso ist ein großes Ziel. Okay, der Hund macht ihn platt.
Mit Nachladen, bitte. Fuck. Schüsse in den Torso, um ihn abzustoppen. Ich habe das Gefühl, selbst wenn man genau drauf zielt, schnell einen Stimpack nehmen, trifft man nicht immer. Okay. Ich glaube, das ist das RPG-System, was unterhalb vom Spiel liegt. So viele Ghule. Superkleber, ausgezeichnet. Dann esse ich doch schnell noch mal was. Hilfsmittel, Eichhörnchen am Stiel. Ja, das sieht doch gut aus. Ist das ein Regenschirm? Das könnte auch eine Waffe sein vielleicht in Zukunft. Wer weiß, was man damit anfangen kann. Eine Zeitung ist Papier, also Vorkriegsgeld. Papier, ob ich das brauche? Ah, ich will gar nicht dahin hingehen, wo es so abgeht. Hinrichtung! Oh, ganz schlecht. Okay. Eine Fusionszelle, exzellent. Und ein Smoking habe ich gefunden. Ein Smoking. Den könnte ich als Charisma-Outfit benutzen. Wenn ich Ladies bezürzen möchte. So. Ja, wir haben noch genug Tragekapazität. No problem. Diesen Schrott werden wir eh dann irgendwann los. Okay, ich denke, hier haben wir alles. Wo ist er? Wo ist der Gegner? Zeig ihn. Ah, da ist er. Double Headshot. So ein Lappen. Double Headshot. Komm schon. Also meine Genauigkeit lässt echt zu wünschen übrig im Wetz. Dahingehend muss ich wohl auch nochmal aufleveln. Oh, hier gibt es wieder so viel zu entdecken. Aber wir wollen erstmal in die Stadt, bevor wir jetzt hier diesen... Ich meine... In die sichere Stadt, ja, wir sind ja hier schon quasi in der Stadt. Bei den sicheren Teil. Hier ist diese das ist die Polizeistation, wo die eine Quest war. Krass. Das heißt, wir sind immer noch ewig weit von, ja, wir sind ewig weit noch von Diamond City entfernt, weil das hier so abgeht. Alter, dann helfen wir da erstmal den Jungs hier. Komm. Wow, ja, das ist die Brotherhood. Jeez. Ich glaube, wir wollen uns mit denen hier nicht anlegen. Ich glaube, die möchten wir auf unserer Seite haben. Ich hoffe, damit meinst du mich nicht. Mehr Ghule! Noch so einer. Gottloser Heiden.
gottlose Heiden. Ich kann auch nichts dafür. Holy crap, ist ja hier ein richtiger Standoff. Immer auf so eine etwas günstigere Position. Hey, mein Hund. Fusionszelle, Hundenapf, Lasergewehr plus. Yes, I did it. Ich habe deine Leiche geplündert. Einer von den Jungs hier ist gestorben und da habe ich eine coole neue Waffe gekriegt. Superkleber, Spielzeug, Patrone, Sturmfeuerzeug, alles mitnehmen. Spielzeugautos, klar. Bisschen makaber, aber who cares? Hallo. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Zivilist? Ich bin Kammerjäger. Ich habe gehört, dass ihr ein Problem mit wilden Ghulen habt. Meinen Fragen auszuweichen, ist ein sicherer Weg, von unserem Gelände zu fliegen. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Das hier wäre für uns beide viel leichter, wenn du kooperieren würdest. Also, wo kommst du her? Oh, der ist selbst mit meinem Charisma nicht zu überdingsen. Ich komme aus Vault 111. Du bist also einer dieser Vault-Bewohner? Die meisten Leute würden das verheimlichen. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Na klar. Das kommt darauf an. Wie viel zahlt ihr? Du bist also ein Söldner. Typisch. Na gut. Wenn du uns hilfst, sorge ich dafür, dass du für deine Dienste entlohnt wirst. Ich bin Paladin Dance von der Sternen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, das klingt doch mal super. Zu helfen? Klar, Junge. Was ist die Stählerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht, ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Das ist nur eine nette Art zu sagen, dass ihr alles plündert, was ihr in die Finger bekommt. Plündern würde bedeuten, dass wir das aus Eigennutz tun. Das ist aber nicht der Fall. Also, was sagst du? Wirst du uns helfen? Ist ein guter Plan. Bleibt nur die Frage, ob wir lebend zurückkommen. Ich kann dir versichern, dass wir diese Mission nicht durchführen würden, wenn ich kein Vertrauen in deine Fähigkeiten hätte. Na gut. Halen, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese. Wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich. In Ordnung. Die letzten Stimpaks gestohlen, die sie brauchen, um den Typ zu heilen. Ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann coole Sache, jetzt kann ich mich hier erstmal geile Sache, da komme ich direkt mit meiner Powerrüstung an, wenn wir die Mission machen. Die behalten wir doch mal auf dem Radar hier, das klingt doch mega gut. Hier mit den Jungs. Brotherhood of Steel. Richtig loslegen. Ja, da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Okay, ich gehe aber mal kurz nochmal in das Polizeirevier. Und schau mal, was ich da so plündern kann. Und danach machen wir uns aber erstmal nach Diamond City, bevor wir jetzt hier denen weiterhelfen. Das halten wir mal fest. Weil ansonsten sehe ich die Stadt ja nie, wenn ich hier nur weiter... Ich will weiter auf jeden Fall ziellos durchs Wasteland wandern. Das ist natürlich der Spaß hier an dem Spiel. Aber natürlich will ich auch erstmal eine Stadt haben, wo ich meinen Kram verkaufen kann und so weiter. Das ist natürlich ganz wichtig, so eine Supply-Linie irgendwie zu haben. Weil wenn ich hier weiterhin einfach alles mitnehme, dann ja, muss ich zusehen, dass ich das auch irgendwo loswerde.
Noch ein Eichhörnchen am Stiel. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln. Inaktiver Notrufsender. Paladin Dance? Bist du bereit? Okay, noch eine Pistole. Muni. Bist du bereit? Ich will natürlich erstmal alles plündern hier. Ist ja völlig klar. Hier wird wohl nichts sein. Das sind ja nur die Gefängniszellen. Ah, doch. Das kann man nehmen. Und auch das kann man sehr gut nehmen. Da ist noch... Alu, Feuerlöscher. Da ist Klebeband. Beste. Hier hast du da noch was. Haarklammer Box. 5 Stück ausgezeichnet. Der hat wohl versucht, sich zu befreien, hat wohl nicht hingehauen. Also ja, hier der Raum noch. Ah, schon wieder over encumbered. Lupe. Das ist alles ganz toll. Das muss ich alles mitnehmen. Und wir entscheiden gleich, was wir wieder rauswerfen. Hosenträger. Gut. Ah, da können wir hacken. Vielleicht können wir da auch irgendwas öffnen. Jetzt muss ich aber erstmal hier Stuff rausschmeißen. Ach ja, schade. Kleidung. Militäruniform. Wiegt 3. Schmeiß ich raus. Raider Harnisch. Ist auch nicht das Geilste, schmeiß ich auch raus. SB-Uniform, was auch immer das ist, behalten wir mal. Den Smoking behalte ich auf jeden Fall. Da sieht das Charisma. Charisma 1. Sturmgasmaske. Verblasstes Visier. Was auch immer das ist. Dann brauchen wir noch, müssen wir ein paar Waffen loswerden hier. Ein paar von diesen schlechten Pistolen. Lasergewehr wird definitiv behalten. Da brauchen wir auch nichts von. Hier ist eine bessere Pistole, als wir sie haben, glaube ich. Gut, aber guck nicht so, Hund. Das ist alles nach Plan. Frostschutzmittel. Gut, dann hacken wir das Ding mal hier. Und gucken, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Force. Kein Treffer. Also keiner dieser Buchstaben ist. Dann könnte es Horse sein. Ja. So langsam verstehe ich, wie das mit dem Hacken funktioniert. Aufzeichnungen von verschiedenen Fällen. Okay. Trinken in der Öffentlichkeit. 2 Flaschen Powerberauscher. Status in den Abfall geworfen. Das sind einfach nur hier so Aufzeichnungen von irgendwelchen Fällen. Objekt-Holoband Agent Mitchell. Da habe ich auf jeden Fall einen neuen Punkt. Winters Holoband-Aufzeichnung habe ich jetzt auf der Karte einen neuen Punkt bekommen. Das hier ist alles nur Bullshit. Thanks for the tip. Gucken wir mal hier unten. Die Waffenkammer ist womöglich hier unten drin. Lötlampe. Alles das. Was ist das? Ach, nochmal ein Schraubenschlüssel. Das war mein Hund, oder? Ja. Ich werde noch paranoid hier.
Fuhrpark. Okay, also das ist jetzt nicht... Naja, gucken wir mal da rein. Vielleicht ist das irgendwie die Tiefgarage. Aber die Waffenkammer oder sowas. Ja, müssen wir nochmal oben uns umgucken. Okay. Mehr Muni. Fusionszellen ausgezeichnet. Öl brauche ich auch. Kann ich immer gebrauchen. Öl brauche ich immer. Immer. Haben wir schon die ganze Zeit Knappheit. Auch diese Polizeistation kann ich also umfunktionieren zu einer... ach ja, zu viel Öl. Okay. Ah, wir könnten aber auch vielleicht hier das eine Teil mit den Taschen anziehen. Dann haben wir wieder genug Platz. Mal gucken, wo es ist. Leichtbau. Wo war das denn? Jetzt blöd. Leichtbau gekocht. Naja, gut, dann schmeiße ich einfach mal hier. Irgendwas, was viel wiegt. 3. Antiker Globus. Oh, es hat genau das, was ich brauche. Schrauben. Den werfe ich nicht weg. Stahl. Öl. Einen behalten wir mal. Okay. Mach auf. Okay. Ja, dann geht es jetzt erstmal schnell per Fast Travel in unsere Hut zurück. Ja, wir müssen nämlich den ganzen Schrott abladen. Der macht nämlich das meiste an Gewicht hier aus. Ja gut, das mache ich jetzt gerade noch. Dann würde ich sagen, das war es auf jeden Fall mal wieder für diese Folge. Danach gehen wir dann zurück in die Station, durchkämmen die noch ein bisschen und dann geht es weiter nach Diamond City in der nächsten Folge. Und als nächstes, nachdem wir die Stadt entdeckt haben, helfen wir diesen Bruderschaftsjungs, ja, da ihre Mission durchzuführen. Gut, ne, wir sehen uns dann das nächste Mal im Wasteland. Macht's gut!